Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen kleinen, naja, Mini-Theorie oder etwas, das mir halt aufgefallen ist. Und zwar in Kapitel 919, als es um die Geschichte des Shoguns geht, sehen wir in einem Panel einen Jungen mit zwei Linealen in der Hand. Im nächsten Bild schlägt er mit einem der Lineale auf seinen Mitschüler ein. Dazu sagt eines der Kinder dann, Orochi, to play style. Können wir daraus schließen, dass der Shogun mit zwei Schwertern kämpft? Zwei Schwerter gegen drei, wer wird den Kampf wohl gewinnen? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und ich hoffe, diese kleine Theorie hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem Abonnement. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, bestimmt auch dann mal ein bisschen länger wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!